Leunen gehören wohl zu den gefährlichsten und furchteinflößendsten Gegnern in ganz Zelda Breath of the Wild. Aber wie besiegt man sie eigentlich und welche Attacken haben sie drauf? Genau das klären wir heute in diesem Video. Viel Spaß und let's go! Es gibt 5 Arten von Leunen. Der rote ist der schwächste, dann folgen blau, weiß, silber und exklusiv im Master Mode Gold. Die Farbe und somit das Level der Leunen ist abhängig davon, wie viele Leunen ihr bereits besiegt habt und außerdem auch, wie viele Titanen ihr schon befreit habt. Die Ausnahmen sind da selbstverständlich der rote Leunen auf dem Donnerhorn und die Leunen im Schloss von Hyrule. Bei einer Begegnung werden sie euch nicht angreifen, es sei denn, ihr kommt ihnen zu nahe, zieht eure Waffen, greift sie an oder ihr geht ihnen einfach lang genug auf den Sack. Alle Leunen tragen Mehrschussbögen mit 3 oder 5 Schüssen. Außerdem haben sie verschiedene Munition. Und vertraut mir, ihr wollt einfach nicht, dass der Leune seinen Bogen zieht. Die haben einen Aimbot aktiviert oder sowas. Denn selbst hinter einer Deckung können sie euch treffen, dann schießen sie einfach von oben. Und resistent gegen Feuer, Eis und Elektropfeile sind die Viecher auch noch, also da kann man echt gar nichts machen. Deshalb bleibt während einem Kampf einfach am besten nah an den Leunen dran. Was Angriffe betrifft, teilen sich alle Leunen folgende Attacken. Sprintattacke, horizontale Attacke beim Laufen, 3 Feuerbälle und eine Feuerexplosion nach dem Brüllen. Bei der Sprintattacke müsst ihr zur Seite springen für einen Flurry Rush. Bei der horizontalen Attacke springt ihr dafür einfach rückwärts. Und die Feuerbälle kann man ganz easy dodgen. Vor denen könnt ihr einfach wegrennen oder ihr geht nah an den Leunen heran, dann ist es noch einfacher, denen auszuweichen. Die Feuerattacke könnt ihr antizipieren, denn bevor der Leune sie ausführt, wird er brüllen. Und ihr könnt entweder wegrennen oder ihr könnt sie parieren. Dafür müsst ihr A drücken, sobald die Waffe des Leunen den Boden berührt. Außerdem besitzen Leunen noch exklusive Attacken für bestimmte Waffentypen. Sie tragen entweder Nahkampfschwerter, Lanzen oder Großschwerter. Wenn Leunen eine Lanze tragen, ist das ihre einzige exklusive Attacke. Vor dieser könnt ihr wegrennen oder ihr pariert sie, sobald der Leune den Boden berührt. Bei Leunen mit Nahkampfschwertern sieht das Ganze schon vielseitiger aus. Sie können entweder 3-mal schnell hintereinander das Schwert schwingen oder greifen gleichzeitig mit Schwert und Schild nach Link. Hier könnt ihr ebenfalls wieder parieren oder für einen Flurry Rush ausweichen. Sollte der Leune aber ein Großschwert tragen, dann hat er 3 einzigartige Attacken. Ein dreifach vertikaler Angriff, eine sehr starke vertikale Attacke aus dem Laufen heraus und zu guter Letzt eine Drehattacke. Den beiden vertikalen Attacken könnt ihr ganz einfach seitlich ausweichen. Allerdings müsst ihr bei der stärkeren Variante aufpassen, denn sollte das Großschwert des Leunen schon vor Link den Boden berühren, dann trifft euch die Attacke dennoch. Also ist meiner Meinung nach das Parieren die beste Lösung gegen diese Attacke. Wenn ihr hinter dem Leunen seid und er euch nicht mehr sehen kann, dann wird er eine Drehattacke ausführen. Die könnt ihr ebenfalls wieder parieren oder ihr versteckt euch mit dem 200 IQ-Move einfach unter seinem Bauch. Leunen können ebenfalls gestunt werden und das, wenn man sie entweder mit einem Pfeil in den Kopf trifft oder mit Urbosas Zorn. Um den Leunen leichter ins Gesicht zu schießen, könnt ihr entweder von eurem Pferd oder vom Eponator abspringen und in Bullet Time gehen oder ihr nutzt das verbrannte Gras von einer Feuerattacke. Nachdem der Leune gestunt ist, könnt ihr ihn ohne Gegenwehr angreifen. Oder ihr steigt direkt auf seinen Rücken, von wo aus ihr ihn 5-mal hintereinander direkt treffen könnt. Und nachdem ihr euch wieder abwirft, könnt ihr nochmal in Bullet Time gehen und für mehr Schaden ihm ein paar Headshots verteilen. Allerdings wird er dadurch nicht mehr gestunt. Hier blende ich euch nochmal eine Map ein, auf der ihr sehen könnt, wo es überall in ganz Hyrule Leunen gibt. Und falls ihr euch bisher noch nie getraut habt, gegen Leunen zu kämpfen, dann kann ich euch nur raten, probiert es einfach. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und mit den Tipps aus diesem Video werdet ihr das garantiert schaffen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr wissen wollt, welche Waffen man im BOTW auf keinen Fall verpassen kann, dann klickt hier auf dieses Video. Ich bin Niklas und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!